Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky Factory 3. Und Leute, in dieser Folge werden wir Redstone ein bisschen verbessern, die Produktion verbessern, weil wir so verdammt viel Redstone brauchen und es geht einfach gar nicht mehr. Wir kriegen ohne Redstone nichts mehr hin und deswegen werden wir heute Auto-Hammer bauen, die compressed sind. Das heißt, wir brauchen Stahl. Wir brauchen Stahl und einen Compressed Hammer. Das wird so verdammt teuer werden. Ich weiß nicht mal, ob wir genug Diamanten überhaupt haben. Ne, haben wir nicht, deswegen werde ich das hier erst einmal umtauschen. Jetzt brauchen wir viel mehr Diamanten und nicht so viel davon. Also ich kann ja mal so doppelt machen, dann ist es noch schneller. Und nicht so viel Redstone. Redstone brauchen wir eher weniger, aber wir brauchen halt das andere. Hier können wir dann automatisch Alloys machen. Sagen wir mal so. Okay. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen Auto-Hammer. Wie machen wir das ganz genau? Compressed Hammer, der kostet Weighted Pressure Plates, das ist nicht so teuer. Wir brauchen Compressed Diamond Hammer. Das ist teuer, natürlich. Kostet verdammt viel. Nur wir brauchen Stahl. Stahl kriegen wir aus Pulverized Coal raus. Das heißt, wir brauchen Coal. Machen wir ein Pulverized, haben wir sogar schon. Und wir brauchen Eisen. Das können wir hier normalerweise reintun und wir sollten Stahl kriegen. Das geht sogar recht schnell. Habe ich nicht erwartet gehabt irgendwie. Also wir brauchen eine Segmel noch. Und MV. Wire Coils und Wire Connector. Gehen wir schlafen. Wir haben auf jeden Fall viel mehr Kohle. Das ist schon mal klar. So, wir platzieren den nicht hier hin. Sag mal hier hin. Machen daraus, machen hier einen Push und machen hier Kohle rein. Halben Stack Kohle wird hier nichts. So. Und wir connecten das mal. Jetzt sollte das Ich habe da Electrical Steel gebaut, ohne dass ich es wollte. Weil er das einfach übergetan hatte. Blödes Silikon, oder? Weil er noch einen Sand durchmachen wollte. Aber egal, wir kriegen Electrical Steel. Ist auch nicht so ein Problem. Okay, wir brauchen für ein Auto-Hammer brauchen wir 6 Stahl. Wir brauchen aber insgesamt 3 Stück. Das wird nie ausgehen mit den Diamanten. Mit dem Stiel natürlich. Aber Hammer's Compressed Blocks breaks one block at a time. Das ist cool. Das heißt, wir brauchen hier jetzt 1, 2, 3 Stück. Wir brauchen 3 Stück. Wir brauchen verdammt viel Stahl, wir brauchen verdammt viel Diamanten. 3 Stück, wir brauchen 18 Diamanten pro Stück. 18 mal 3, 3 mal 8 ist 24 und 3 mal 1 ist... das heißt, wir brauchen 44 Diamanten. Das ist verdammt krank. Aber 44 Diamanten sollten wir irgendwann dann auch herkriegen. Und 44 Diamanten, Kohle wird hier hergestellt, Stahl, Electrical Steel, weg damit. Schön, dass wir Electrical Steel hergestellt haben, das brauchen wir gar nicht. So, dafür brauchen wir erstmal 44 Diamanten. 44 Diamanten ist schön und gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Stahl, viel. Das heißt, wir brauchen Hammer, der kostet 6 Stück. Das heißt, wir brauchen 3x6 ist 18. Wir brauchen 18 Auto-Compressed Hammer. Ist okay. Also 18 Stahl meine ich. Ist okay. Können wir machen. Was uns jetzt aber noch fehlt, ist Sieb. Sieb. Dafür brauchen wir ein Auto-Heavy-Sieb. Das heißt, wir brauchen 18. Davon nochmal 18. Das heißt 36. Und noch 2 dazu. 38 Stahl. Wir brauchen 38 Stahl. Wir brauchen 44 Diamanten. Es ist krank teuer. Aber das kriegen wir hin. Ich nehme mal hier kurz ein Double Layer Capacitor raus, weil das ist viel zu... Der ist viel schneller als der hier. Der liefert auch der 60 F der Tick und es ist eigentlich alles so gut wie. Aber der arbeitet sowieso fast nicht die ganze Zeit, deswegen geht das eigentlich durch ohne Probleme. So, 2 Stahl. Okay. Das heißt, wir brauchen wie viel Stahl nochmal? 38 Stahl und 44 Diamanten. Der sollte hier in wieder ein Plus gehen, verdammt viel Plus. Sollen wir dann verdammt viele Diamanten auch kriegen. Haben wir hier irgendwas drin, was wir nicht haben sollten? Das, ich weiß nicht, wie hier auch das die ganze Zeit herkommt. Keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn, aber nicht tun. So, der hier hat schon wieder Diamanten bekommen. Das ist gut. So, brauche hier eine Axt. Das heißt, wir brauchen ein paar Diamanten, wir brauchen ein bisschen Stahl. Wir werden hier mehr Kohle brauchen. Mehr Kohle sollte mehr drin sein. Wir bisher haben Sulfur, ist auch toll, aber brauchen mehr Stahl. So, Stahl kriegen wir auf jeden Fall hin. Diamanten wird halt ein bisschen anstrengend werden, aber wir haben jetzt schon 10 Stück und hier haben wir jetzt einen. Wow. Wie viel kriegen wir denn aus dem Diamond Stifted Mesh raus? Autohammer von Gravel. Wir kriegen eine 3%ige Chance. 3%ige Chance, aber es ist auch viel besser, weil wir haben da nur eine 1%ige Chance und mit dem kriegen wir halt eine 3%ige Chance raus. Das ist auf jeden Fall vorteilhafter und besser. Auf jeden Fall 3%ige Chance ist auf jeden Fall besser als eine 1%ige Chance. Wir haben jetzt 11 Stück. So, der macht hier weiter. Wir kriegen noch mehr Stahl, Stahl und Stahl. Wir können auf jeden Fall schon mal 2 Stahlblöcke machen. Wir werden auf jeden Fall den Auto-Sieve als erstes bauen. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, okay, haben sogar schon genug, um Auto-Sieve zu bauen. Wow. Aber wie viel frisst der? Der frisst 40 Elf-Tick, okay. Und 20 Elf-Tick mehr. Wir brauchen 18
Stück noch am Stahl. Kriegen wir Diamanten auch noch irgendwie anders raus? Irgendwie noch Diamanten anders, ja. Diamond. Wenn wir Diamanten anders herkriegen, dann kriegen wir Crushed Diamonds, aber weniger. Wir kriegen es mit Diamond Essence raus. Diamond Essence. Das kriegen wir nicht raus, weil wir brauchen dafür die Cephalium Essence. Und die Cephalium Essence brauchen wir. Für die Infidium Essenzen brauchen wir eine automatische Farm. Wir haben, glaube ich, sogar schon. Ne, wir haben keine Infidium Essenzen. Das war in einem Modpack. Also in einem anderen Safe Game. So, die hier braucht wieder ein bisschen. Hoppa, hoppa. Also, wir haben schon 12 Diamanten. Da können wir hier die Diamanten-Hammer nicht mehr benutzen. Können wir schon, aber. So, wir machen erst einmal so viele Diamond-Hammer, wie wir machen können. 1, 2. So, wir haben schon mal 5 Stück. Dann haben wir noch ein bisschen was. Etwas, was ich sehen gerne würde, wäre, ob wir Compressed Hammer, also ob wir in den Compressed sie reinpacken müssen oder jetzt nochmal normales. Wenn wir normales reinpacken müssen, ist das nicht so ein Problem. Aber ich glaube, ich müsste hier einfach nur einen Auto, also einen Crafter bauen. Ich mache mal einen Crafter, damit ihr etwas machen könnt, weil das hier weitermacht. Also ein Crafter T1. Meshing Frame kostet gar nichts. Aber dafür kostet es ihn, wie heißt nochmal ihm. Vierte bis Infinity Evolved Expert Mode, so verdammt viel. Da kostet es nichts. So gut wie nichts halt. Hier würde ich halt gerne, dass wir. Ich würde das hier gerne irgendwo ranpacken. Wie wäre es, wenn wir das hier ranpacken? Da kommt hier Cobblestone rein. Da kommt ein Export Pass natürlich hin. Also ein Transfer Node. So gesagt. Und Transfer Pipes habe ich. So. Hier kriegen wir Cobblestone normalerweise rein. Sollten wir gleich kriegen. Und hier brauchen wir noch einen MV-Wirecable. So, und mit dem Cobblestone kann er jetzt apply. So, und Compressed Cobblestone würde dann hier natürlich rauspumpen. Wir rechnen uns sehr wenig Cobblestone hier rein, weil wir auch verdammt viel wenig Cobblestone machen. Deswegen, weil der hier höchstwahrscheinlich alles braucht. Das heißt, wir brauchen bessere Cobblestone-Generation. Ja, das ist nicht so ein Problem. Dankeschön. Hier haben wir nur einen Cobblestone Generator davon. Dann machen wir davon Diamanten natürlich nicht. Weil Diamanten können wir nicht bauen. Natürlich dumm. So, das heißt, wir sollten hier langsam sicher dann das reinbekommen. Später wird er sowieso abgezwackt, dann geht das hauptsächlich hier rein. Für Stahl, wie viel haben wir Stahl? Uns fehlt ein bisschen was. Das heißt, ich mache mal dann nochmal ein Stack durch und mache ein bisschen mehr Stahl. Werden wir noch irgendwann brauchen. Deswegen ist das nicht so ein Problem. Diamond Hammer. Mal ihn weiter bauen. So, weiterhin gebaut. Und ja, jetzt müssen wir nur warten, weil besonders können wir nicht bauen. Können nicht machen. Wir haben schon 5 Stück hier drin. Der macht Speed Slow Mode, das ist ganz gut. So, machen wir mal kurz einen Speed Boost. Das kann ich ja nicht wegbauen, weil das brauche ich wirklich. Ja, es wäre geil, wenn man die verstellen könnte oder wenn man sie verbessern könnte. Natürlich, wir können sie verbessern, stimmt ja. Den Diamond Stiffen Mesh können wir verzaubern. Das heißt, um sie zu verzaubern zu können, brauchen wir einen Enchantment Table. Enchantment Table hier. Enchantment Table, dafür Obsidian. Bookshelves, das ist nicht so ein Problem. Das heißt hier. Paper. Ja, das mache ich gleich. Ich brauche noch Blank Patterns gerade. Bisschen was. Und Rice. Haben wir kein Rice? Wir haben noch Rice Seeds, das weiß ich. Bone Meal haben wir auch. Weiß nicht woher, aber wir haben es. Und auch noch eine. Ho. So, und das sollte passen. Rice haben wir genug und wir können daraus Papier erstellen. Das ist ganz cool, dass wir daraus Papier erstellen können. Book. Und damit können wir jetzt ein Enchantment Table bauen. Enchantment Table ist eigentlich so gut wie am Start, wir brauchen noch Obsidian. Obsidian kriegen wir aus Lava und einen Stone. Geht das so? Nee, natürlich nicht. Wie brauchen wir das dazwischen? Stone Barrel brauchen wir und. Was war das nochmal? Wasser. Das heißt, wir brauchen ein Bucket. Haben wir. Jetzt brauchen wir ein Wasserbucket. Machen hier in den Teil. Platzieren drumherum irgendwelche Sachen. Jetzt habe ich Sand hier drin in meinem Inventar gehabt, deswegen. Und wir kriegen Obsidian. Wir haben 10 Level, das heißt, wir können was daraus machen. So gesagt. Wir haben halt noch Diamanten, aber sonst. Und dann können wir sie einfach effizienter machen und das ist wirklich wichtig. Ich glaube, 4 Stück reicht aus. Reichen aus. Ja. Diamanten. Wir haben noch einen. Das wäre ganz nett. Wenn wir einen Diamanten herkriegen würden. Diamond haben wir noch nicht, aber wir haben ein Buch. Damit es auf jeden Fall ein bisschen efficient, aber es ein bisschen schneller geht oder ein bisschen mehr Luck drauf ist. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen noch ein Dia. Komm schon. Immer schneller. Komm, Dia. Bitte einen. Bitte. Komm schon. Ein Dia. Mach mir es nicht, Alter, komm schon, bitte gib mir die hier. Die können wir natürlich auch noch verzaubern. Mehr rauskriegen. Ja, natürlich alles möglich, aber zuerst mal brauchen wir ein Dia. Uns fehlt doch nur ein Dia, damit wir das machen können, aber. Weil wir können dann sofort schon mal Diamanten automatisch herstellen lassen. Einfach nur Compressed Hammer hier hinpacken. Und das heißt, ich würde sogar sagen, dass ich das hier nicht hinbauen will. So. Ich würde sagen, dass ich eher den hier dazwischen hinbauen würde. Also nicht hier, sondern hier.
glaube, da komme ich aber so nicht ran, oder? Nie im Leben. Obstructed. Ich meine den einfach ein bisschen weiter weg. Hey Leute, das ist nicht schön, aber wir gehen sowieso dann bald weg davon. Deswegen ist es auch nicht so ein Problem. Machen wir hier einen Transfer Node und so. Und der würde das jetzt dann natürlich kriegen. Natürlich liegt da jetzt ganze Cobblestone. Natürlich nicht so schön. Wir brauchen halt nur ein paar Dias. Wenn wir ein paar Dias haben, dann ist das sowieso gar kein Problem. Ich brauche Essen. So, haben wir Dias? Ich würde sogar sagen, bevor wir das machen, machen wir den Autohammer. Wie können wir das jetzt machen? Wir haben hier noch zwei dieser Diamond Hammer und können die zusammenlegen. Und wir haben einen neuen Diamond Hammer. So, wir brauchen Diamond Hammer. Machen einfach Hammer. So, Auto-Compressed Hammer. Und wir haben den Compressed Diamond Hammer. Und einen Auto-Compressed Hammer. So, und wir brauchen den immer noch hier hin platzieren. So, und wir brauchen hier einen anderen Typen. Und zwar den Auto-Heavy Sieve. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Ja, komme ich. Kriegst den Mesh. Der kriegt davon nur Gravel. Muss es sogar noch einen Crafter dazwischen legen. Muss einen Crafter dazwischen legen, damit der den auch richtig macht. Ich hätte es gedacht, das wird besser gelöst. Crafter dazwischen legen, der mir automatisch das craftet. So. Ich würde dann hier sagen, wir müssen irgendwie Energie hier rankriegen. Und jetzt sagen, vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wohin. Mit den Teilen. So, wir brauchen hier einen Transfer Pipe. Dann brauchen wir hier einen automatischen Crafter. Die kriegt einfach so. Zack, und mal Rezept rein. Muss ich noch irgendwie raus. Und hier muss ich ihn jetzt anstecken. Dafür brauchen wir noch einen Connector. MV. Das haben wir. Brauchen Electron Plates. Der haben wir hier drinnen. Das Electron meine ich. So. Und dann, wenn ich jetzt Glück habe und der nicht Obstructed sagt, dann habe ich, ja, Energie. Hat ein paar davon. Und jetzt brauchen wir hier einen Transfer Node. Hoffentlich haben wir einen, weil sonst lasse ich aus hier. Danke. So, einen Transfer Pipe. Das geht jetzt hier rein und das wird jetzt hier gemacht und wir kriegen auf jeden Fall mehr daraus. So, einfach einen dann Boost geben. So, das sollte auf jeden Fall jetzt mehr geben. Und zwar viel mehr. Also wie wir es vorhin hatten, Diamanten haben wir jetzt schon. Wird das noch ein Dia kriegen? Nee, haben wir nicht. Es wird einfach nur hier daraus gepumpt. Also wir kriegen auf jeden Fall jetzt viel schneller Sachen daraus. Und viel mehr. Jetzt haben wir schon genug Diamanten, um einfach mal, so gesagt, ein Enchantment Table zu bauen. Enchantment Table. Ja, die Diamanten sind wird nicht abgezogen noch. So. Zack, Enchantment Table ist durch. Nehmen wir hier den. Und schauen wir mal, was kriegen wir? Thief Efficiency. Natürlich. Nehmen wir. Nehmen wir, weil er müsste schneller arbeiten. Ich nehme dafür eins. So. Thief Efficiency. Und dann platzieren wir hier rein. Weiß nicht, ob wir da irgendwie Lack oder sowas draufkriegen können, aber. Ja, gut. Wir haben damit schon mal einen Auto-Heavy Thief. Der produziert uns jetzt Diamanten. Und zwar nicht wenige. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das noch in dieser Folge, hier das noch umzubauen. Das heißt, wir haben hier dann einen Auto-Hammerer, der uns alles hier macht. So, Compressed Cobblestone. Wieso ist Compressed Cobblestone drin? Achso, wäre schon wieso. Kommt ja auch sofort rein. So, nehmen wir wieder reingepackt. So, das geht. Diamanten sollten wir. Ja, haben wir schon einen. Also, das geht auf jeden Fall schnell eigentlich. Zack, dann geht es hier rein. Und wir haben einen unendlichen Kreis. So, gut, das funktioniert. Jetzt brauchen wir. Jetzt haben wir Diamanten schon ein paar. Einen. So, wir haben jetzt kein Stahl mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Stahl. So gesagt. Haben wir auf jeden Fall genug. Auto Hammer. Wir brauchen. Von dir brauchen wir 3 Stück. Das heißt, wir brauchen 6 davon. Dann hätten wir das fertig. So, jetzt brauchen wir noch ein Auto Sieve. Ein Auto Heavy Sieve. Block of Steel. Block of Steel. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Wieder mal mehr Kohle. Und wir dauern nochmal den ganzen Stack hier reinpacken. Einfach nur, wir brauchen es. So, Auto Heavy Sieve. Können wir auf. Sollten wir machen können. Wir sollten alles haben außer Glass Paint. Die können wir aber craften. Wir können auch ein Heavy Sieve craften. Also. Da noch ein bisschen Holz. Da, Auto Heavy Sieve. So, den nächsten haben wir schon mal. Ich muss halt immer einen verdammten. Crafter reinmachen. Das ist natürlich problematisch. Wir müssen für jeden einen Crafter haben. Es wäre geil, wenn wir einfach nur einen Crafter haben für alles. Das können wir aber nicht machen. Wir müssen halt wirklich für jeden einen Crafter einbauen. Wir dann sagen, hier einen Crafter. Der tut hier rein, dann hier einen Crafter. Das wird ein bisschen schwieriger. Sonst bauen wir es einfach um. Das können wir natürlich auch machen. Müssten wir es, glaube ich, sogar wegen den ganzen MV-Wire-Cable. Brauchen wir auf jeden Fall viel mehr davon. So, wie viele Diamanten haben wir denn schon? Wir haben schon hier drinnen 2 Stück. Das ist ja geil. Wir haben schon 5 Stück. Das geht auf jeden Fall jetzt viel schneller, als es vorher ging. Aber es ist auch viel mehr Ressourcen, die er ausexportieren muss. Und wir machen so viele auf einmal. Natürlich nicht so geil. Aber auf jeden Fall jetzt wieder Stahl. Stahl sollten wir jetzt schon wieder genug haben. Wir müssen auf jeden Fall alles dann umbauen. Wird natürlich ein bisschen anstrengend, damit wir Auto-Heavy Sieve auch bauen können, wirklich. Aber
Ihr müsst es auch gut sehen, Leute, ihr müsst es auch so sehen, wir werden dadurch dann viel mehr Ressourcen kriegen. Und viel mehr Ressourcen ist dann natürlich mega. Aber was wollen wir jetzt machen? Wir können jetzt ein paar, drei Stücken, wir drei Diamond Hammer bauen, aber mehr können wir auch nicht bauen. Sticks, mache ich mal ein Stack. Schon mal genug davon. Redstone, wie viel haben wir denn Redstone? Und dabei kriegen wir die ganze Zeit Redstone auch her. Das darf man ja nicht vergessen. Stahl, schön. Ich würde mal sagen, ich mache das mal dann kurz, stelle ich mal um alles. Das heißt, mach hier das gleiche wie hier. Wird dann auch da anschließen natürlich, aber damit ich hier schon mal ein kleines habe. So, wir brauchen hier. Hier kommt der Autohammer. Hier kommt auch noch der nächste Autohammer und hier kommt ein Autohammer. So, hier kommen Hopper dran. Den mache ich mal kurz. Hopper. Ich weiß, bräuchte ich jetzt nicht, aber zur... Ne, warte mal, lasse ich so. Wir brauchen hier Hopper. Der Hopper wird hier einen Platz... Also ich wird hier zu einem Crafter kommen. Den Crafter können wir schon mal machen. Wenn wir genug haben. So, brauche 3 Machine Frames. Wir brauchen 6 Crafting Tables. Brauche noch einen... nochmal 6 Redstone Torches. Geht sich aus, danke. Und Crafter T1. So, wir brauchen erst einmal einen Crafter. Der kommt hier dran. So, ist egal, wie der ausschaut. Das macht keinen Unterschied. Hier kommt Crafter dran. Dann wird er da reingepackt. Der macht das durch. Der hier macht hier einen hin. Da kommt noch einer hin. Ich kann ja schon mal das so platzieren. Da kann ich einfach dran packen, dann geht das. Dann kommt hier wieder eins raus. Kommt hier ran. Wir brauchen nur noch einen Crafter. Kommt hier einer ran. Und macht dann... Also wir bräuchten nur einen Crafter natürlich, aber gerade... So. Nein, wir bräuchten schon mehr. Ich würde sagen, dass wir mehr bräuchten. Es kommt darauf an, wenn wir genug herstellen. Wie hier haben wir jetzt noch nichts mehr. Wir machen... Also wir bräuchten dafür mehr Cobblestone überhaupt. Dass das wirklich so funktioniert. Sonst würde ja alles sowieso in einem reinlaufen. Werden wir sehen. Also hier kommt einer rein. Kommt hier dann raus. Kommt hier rein. Kommt hier dann raus. Kommt hier rein. Kommt hier dann wieder rein. Also hier kommt dann wieder einer rein. Also hier rein. Raus. Hier rein. Raus, hier rein, raus und hier rein. Das heißt, wir brauchen noch einen Crafter. Ich hoffe mal, wir haben genug Redstone. Da haben wir. Dann nehmen wir einen Crafter. 2 Stück. Und dann haben wir einen Crafter T1. So, den machen wir hier. Ich weiß, ich könnte es kompakter machen und so weiter und so fort, aber ich will es gerade nicht. So, der kommt dann hier rein. Wenn wir schlafen gehen, sonst haben wir gleich eine Energie mehr. So, der kommt dann hier rein. Und der kommt hier rein. Hier machen wir mal kurz, dass es weg ist. So, dafür brauchen wir ein paar Transfer Pipes. Transfer Nodes meine ich. Zack, zack. Und brauchen noch 2 Stück. So, und hier. Dafür brauchen wir Redstone. Redstone, please. Ah, wir haben Dias. Wir haben jetzt schon 4 Dias wieder. Das geht auf jeden Fall jetzt viel zügiger. Aber halt hier nur ein bisschen Redstone. Das können wir dann gleich alles machen. Wir werden jetzt mal schauen, wie viele Diamanten haben wir. 4 Stück, oder? Ja, genau. Dann können wir nochmal 2 Stück dazu bauen. 2 Diamond Hammer. Damit haben wir schon mal 5 Stück. Haben wir gleich den nächsten. Platzieren wir halt hier immer wieder hin. Wir kriegen Emeralds. Finde ich nicht so wirklich geil. Sieht sie genau aus. Emeralds kann ich ja noch nicht speichern. Dafür brauche ich noch einen. Wie heißt es nochmal? Einen Barrel. Und einen Barrel. Ne, kein Barrel. Draw. Kann man sich ja mal was tun. So, Draw. Und den packe ich mal hin. So, und wir haben jetzt schon wieder 2 Diamanten. Wir haben gleich schon den nächsten Hammer. Das ist geil. Diamantenhammer. Zack. Ich brauche noch 3 Stück, aber es geht langsam richtig gut voran. Natürlich, es geht nicht so schnell, weil dafür bräuchte ich hier einen Compressed Hammer rein und das mache ich nie im Leben. Und wir kriegen langsam mehr Compressed Blöcke raus. Ich weiß, ich bräuchte nur, glaube ich, nur einen, aber ich mache das mal so. So, Redstone. Aber nehmen wir nicht. Wirklich nicht. Wäre cool, wenn wir ihn hätten. Aber wir könnten den... Ich tue das mal kurz so umbauen. Oder sieht man hier mal hier rein. Dann mache ich auch hier mal rein. Goldet einfach nur ein Redstone. Genau. Dann noch ein Redstone, aber es wird schon besser. Transfer Node. Wir werden das natürlich auch umbauen, dass es halt dann sehr kompakt ist. Wir haben bisher noch nicht wirklich viel, deswegen... deswegen muss ich halt warten. Natürlich mache ich jetzt weniger Diamanten, das ist mir schon bewusst. Aber wir kriegen halt pro Compressed Block kriegen wir halt immer das raus. Wir haben immer Sachen raus. Mit dem anderen kriegen wir nie was raus und wir kriegen genug Cobblestone hier sowieso rein. So, jetzt ist ja gleich wieder ein Cobblestone wieder rein. Das braucht halt nur ein bisschen. Komm, ein Redstone brauche ich nur. Komm schon, bitte. Man braucht auf jeden Fall auch bessere Kabel. Redstone, 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 Redstone. Zack, und wir haben es eigentlich so gut wie fertig. Wir brauchen nur noch Hammer. Das war's. Dias haben wir nichts mehr. Das heißt, Leute, wir werden jetzt erst einmal... Ich lasse es jetzt erstmal durchlaufen. Und dann sehen wir uns nach dem Cut wieder. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt ein bisschen was bekommen. Wir haben jetzt 44 Stücke. Also sollte das auf jeden Fall reichen für 3 weitere. 3 weitere Hammer. Also wir brauchen noch ein paar Hammer. Hammer, Hammer.
So, wir brauchen hier 3 Stück erstmal. 3 Stück, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und wir brauchen noch 1, 2, 3. Ich habe gerade einen Diamond Shader gebaut. Geil. Das war nicht geplant, Leute. Ich habe 64 gemacht, aber der wollte halt nicht. Wie viel haben wir Diamond Hammer schon? 20. Wie brauchen wir denn eigentlich? 1, 2, 3. 3 Stück, okay. 3 Hammer. Das heißt, wir brauchen noch 3 Hammer wären 27 Stück. 27 Diamond Hammer. Und damit kriegen wir 3 Stücke. Und mit dem können wir einen Auto-Compressed Hammer bauen. Fast. 3, 4. So, wir haben Auto-Hammer jetzt. Machen wir die mal hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Ich mache dafür sogar noch einen eigenen. Machen noch ein paar Hopper. Also der ist fast komplett nicht angesteckt. Also komplett frei. Ich werde jetzt sogar noch einen eigenen Cobblestone Generator hinpacken. Ja, das passt. Ein Cobblestone Generator. Cobblestone Generator. Ich brauche dafür ein paar Buckets. Einmal eine mit Lava, einmal eine mit Wasser. So, und Wasser. Und dann haben wir es. Und wir haben einen Cobblestone Generator. Und jetzt müssen wir den immer noch. Nehmen wir einfach den Transfer Node. Komm. Zack, zack. Und wir haben Cobblestone hier drin. Das, was wir jetzt noch mehr brauchen, ist diese MV-Wire-Connector. MV-Wire-Konnektoren. Wir brauchen noch ein paar MV-Wire-Coils. So, wir haben die MV-Wire-Coils und wir haben die Konnektoren. Dann brauche ich. Alter, ich brauche noch mehr Konnektoren. Das wird hier nicht ausreichen. Nicht, dass ihr Platz hier. Nee, kann ich nicht. Natürlich nicht. Ich brauche nochmal so einen MV-Wire. Relay. Ja, Konnektor brauche ich auch noch. Wir haben mal kein Clay. Keine Ahnung, Clay mehr. Wenn ich den mal kurz hier durchhauen. Hier, zack, Furnace Only. Dann machen wir mal ein bisschen davon. Also, ich gehe mal schlafen, damit der Tag mal vergeht. Nee, die Nacht vergeht, meine nicht der Tag. So, dann einfach Wire Relay. Machen wir mal hier hin, würde ich mal sagen. Bisher tue ich an dem anschließen, aber dann später mache ich das sowieso nicht mehr. Später werden wir sowieso mehr Energie machen, so gesagt. Deswegen wird das nicht so ein Problem sein. MV, nicht HV. EMV. Das ist ein LV, das ist ein MV. So, und dann machen wir hier zack, zack. Und normalerweise hat jetzt jeder Energie. Yep. Und jetzt mache ich mal hier Transfer Node. Und tu das mal anschließen. Und mach so, dass da nicht durchkommen kann. Ich hoffe mal, er geht dann trotzdem durch, weil sonst ist das ein Problem. So. Hoffentlich geht das. Wenn nicht, dann nicht. Dann muss ich dann das regeln. So, wir machen Cobblestone davon. So, das geht hier rein. So wird weiterverarbeitet. Dann kommt das hier rein. Und wir haben eine automatische Farm, Leute. Wir haben eine automatische Farm. Es ist geil. So, dann ist das Cobblestone gleich fertig. Zack, dann geht das hier rein. Ne, macht das hier nochmal durch. Und das geht so weiter. Und hier kommt ein Mesh rein. Mesh kann. Ja. Nehme ich einfach ein Diamond Stifted Mesh nochmal. Habe ich nicht genug Diamanten dafür? So, wir brauchen 4 Stück. 4 Stück kriegen wir gerade. Gut. Stifted Mesh. Und den werden wir mal kurz leveln. Sieve Efficiency. Ich würde sagen, den hier. Einfach, weil er weniger kostet. Und das gleich hier bringt. So. Sieve Efficiency. Und dann macht er es gleich weiter. Er ist gleich durch. Ich brauche nur den Copper Sand nochmal. Wir können das dann alles noch automatisieren. Überhaupt das mit Cobblestone können wir dann kleiner machen und enger machen. Und dann sollten wir. Ja, sollten wir genug haben. So, Diamond, das wird hier jetzt weitergemacht. Komm. So, und jetzt wird durchgerackert. Zack, und jetzt macht das automatisch. 3. Dann macht das automatisch. Und wir kriegen. Haben wir schon Restaurants bekommen? Nee. Aber wenn ich hier jetzt sagen wir, das hier rein. Ja, der beachtet das nicht. Das ist gut. Ja, der beachtet es nicht. Das ist super. Das heißt, es wird langsam. So, und der nächste geht rein. Geht durch. Und dann haben wir auch mal ein bisschen mehr Redstone. Wir machen jetzt viel mehr Redstone. Und ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis später, Leute. Ciao.